Die Behandlung von Krebs hat in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht. Als größtes Krankenhaus in Baden-Württemberg investiert das Klinikum Stuttgart in die personalisierte Medizin. Dieses neue Behandlungskonzept kann dem Patienten zu einer individuell geeigneten Therapie verhelfen. Verschiedene Untersuchungen, einschließlich der Gendiagnostik, machen dies möglich. Krebs bleibt eine der großen Herausforderungen der Medizin mit über 500.000 Neuerkrankungen allein in Deutschland jährlich. Wir sind zunehmend in der Lage, maßgeschneidert, personalisiert für den Einzelnen die bestmögliche Therapie zu identifizieren. Letztlich erfordert Präzisionsmedizin Teamwork. Wir haben viele beteiligte Disziplinen. Da ist Größe ein Faktor. Die haben wir. Wir haben alles unter einem Dach, die volle Breite, und die wollen wir nutzen für unsere Patienten. Die Fäden laufen im Stuttgart Cancer Center zusammen. Dort sind alle Abteilungen, die an der Krebstherapie beteiligt sind, vertreten. Von der Genetik über die Pathologie bis zur Onkologie. Hier wird auch die personalisierte Medizin in der Krebstherapie koordiniert. Unterstützt wird dies durch die Eva-Meyer-Stiehl-Stiftung. Die Eva-Meyer-Stiehl-Stiftung unterstützt das Klinikum Stuttgart schon seit vielen Jahren. Den Stiftern ist es ein Anliegen, Innovationen zu fördern, die über die Regelversorgung hinausgehen. Und da ist die personalisierte Medizin ein sehr gutes Beispiel dafür. Das vermeidet Falschdiagnosen, falsche Behandlungsansätze, unnötige Nebenwirkungen. Es führt zu einer schnelleren Behandlung, zu einer besseren Behandlung von Patientinnen und Patienten. Und dann kostet es aber sehr viel Geld für die Diagnostik und für die Geräte und die Expertise. Und deshalb hat die Eva-Meyer-Stiehl-Stiftung beschlossen, ja, dieses Projekt wollen wir unterstützen. Am Klinikum Stuttgart werden jährlich über 11.000 PatientInnen mit Krebserkrankungen behandelt. Hierbei handelt es sich um PatientInnen mit verschiedensten Krebsarten in unterschiedlichster Ausprägung. Für einige sind die bisher etablierten Standardtherapien nicht ausreichend. Für PatientInnen mit einer Tumorerkrankung bedeutet die personalisierte Medizin, dass in speziellen Situationen zusätzlich nach genetischen, molekularen und zellulären Besonderheiten des Tumors gesucht wird. So können viel mehr Details über die individuelle Tumorerkrankung erfasst werden. Die Analysen helfen, Therapien bestmöglich auf die PatientInnen abzustimmen. So kann vorab untersucht werden, ob Medikamente wirken, welche Nebenwirkungen individuell zu erwarten sind oder wie Medikamente dosiert werden sollten. Der Unterschied ist, dass wir den Tumor nicht mehr als Tumor eines bestimmten Organs betrachten, sondern dass wir den Tumor molekular charakterisieren. Das heißt, dass wir durch eine Sequenzanalyse die Mutationen sehen, dass wir die Mutationen erkennen als Ursache für das Tumorleiden und gegen diese Mutation, gegen diesen ganz speziellen Antrieb, der den Krebs entstehen ließ, Medikamente einsetzen können, die sehr gut wirken und bestenfalls sehr viel weniger Nebenwirkungen haben als die klassische Chemotherapie. Ein wichtiger Baustein in der Diagnostik der personalisierten Medizin ist die Untersuchung des Tumorgewebes auf genetische Veränderungen. In der Pathologie des Klinikums wird mithilfe der Methode des Next Generation Sequencing eine Probe des Tumorgewebes untersucht. Die neuen Geräte, sogenannte Sequencer, ermöglichen Analysen auf dem neuesten Stand der Technik. Dank der genetischen Analyse können die behandelnden ÄrztInnen individuelle, zielgerichtete Therapien auswählen. Im Rahmen der personalisierten Medizin brauchen wir modernes Laboratoriumsequipment mit Sequenzierungsmaschinen, wo wir dann mehrere hundert Gene pro Tumor durchtesten auf die genauen einzelnen Mutationen, damit dann später die individuelle Krebstherapie auf den Patienten entsprechend zugeschnitten werden kann. Die bestmögliche Therapie steht im Klinikum Stuttgart immer an erster Stelle. Mit seinem interdisziplinären Team aus OnkologInnen, ChirurgInnen und StrahlentherapeutInnen berät das Stuttgart Cancer Center in Tumorkonferenzen über die individuelle Vorgehensweise. Je nach Erkrankung kommen medikamentöse Therapien, Operationen, beispielsweise mit dem hochmodernen Da Vinci OP-Roboter, oder auch eine Hochpräzisionsstrahlentherapie zum Einsatz. Auch der Zugang zu Medikamenten in der Erprobung im Rahmen von klinischen Studien ist über das Stuttgart Cancer Center möglich. Mit der personalisierten Medizin am Klinikum Stuttgart bietet sich die Chance neuer individueller Therapiemöglichkeiten. Und das alles unter einem Dach.